Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu unserem ersten Blick aufs Börsenparkett am Dienstag, den 24. Juli. Der DAX ist leicht freundlich gestartet. Wir haben auf der einen Seite recht solide Vorgaben aus Asien, die so ein bisschen helfen. Natürlich auch gute Quartalsergebnisse wieder. Da tut sich heute ein bisschen was. Die Zahlen der Google-Mutter Alphabet und der UBS. Und auf der anderen Seite aber eben auch politische Probleme, die auf die Stimmung drücken. Ja, schauen wir zunächst mal auf die Politik. Da haben wir natürlich einerseits den Handelskonflikt zwischen den USA und China, der jetzt in eine neue Runde geht. Donald Trump hat angekündigt oder gedroht, die gesamten Importe Chinas mit Strafzöllen zu belegen. Das wäre dann ein Volumen von 500 Milliarden US-Dollar. Jetzt sind wir natürlich gespannt, wie die Chinesen darauf reagieren. Und ja, Donald Trump geht damit natürlich auch das Pulver aus. Er hat das Pulver quasi verschossen, wenn es bereits die gesamten Importe betrifft. Also vielleicht schafft man es jetzt ja doch, sich mal an einen Tisch zu setzen und das ganze Thema anzugehen. Und auf der anderen Seite wird auch der Ton zwischen den USA und dem Iran immer schärfer. Donald Trump hat ja bereits seit Anfang seiner Präsidentschaft die iranische Führung kritisiert. Es ging um Wirtschaftssanktionen und auch hier, wie gesagt, hat sich das Ganze jetzt verschärft. Das ist natürlich ein Thema, das die Märkte beschäftigt. Ja, schauen wir noch auf die Quartalszahlen. Die sind positiv. Zum einen die Zahlen von Alphabet, die gestern nachbörslich kamen. Dem Unternehmen ging es glänzend im zweiten Quartal. Die Werbeeinnahmen, die Werbeerlöse, die sprudeln. Das tut gut. Auf der anderen Seite dann aber die Rekordstrafe der EU-Kommission, die natürlich das Ergebnis senkt und schmälert. Aber nichtsdestotrotz, die Zahlen lagen über den Erwartungen. Die Aktie gestern übrigens schon vor der Zahlenvorlage mit einem neuen Rekordhoch. Nach den Zahlen dann nachbörslich ein Plus von 5%. Heute im Handel ebenfalls rund 5% vorne. Also sehr positiv. Auch die UBS hat gute Zahlen vorgelegt. Die starke Vermögensverwaltung hat dazu beigetragen und höhere Ergebnisse im Investmentbereich. All das sieht gut aus, kommt am Markt gut an. Die Aktie knapp 3% vorne. Ja, schauen wir noch auf die Wasserstände. Der DAX, wie gesagt, leicht vorne. Ein Plus von 0,1%, wenige Minuten nach der Handelseröffnung. Der Dow Jones Index gestern hatte quasi 0 auf 0 geschlossen. Der Euro heute leicht schwächer unter der Marke von 1,17 und wenig Bewegung bei den Edelmetallen. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag.